Lass uns mal über Taurus sprechen. Würden Sie sagen, Herr Mölling, sollte man machen? Also erstens würde ich sagen, die Taurus-Debatte lenkt von den vielen größeren Dingen, die schon hätten passieren müssen, die jetzt passieren müssen und die langfristig in der Zukunft passieren müssen, um die Ukraine zu sichern. Denn das haben wir ja auch gerade erst unterschrieben. Münchner Sicherheitskonferenz, der Kanzler-Sicherheitsabkommen. Wir reden immer im Hier und Jetzt und sagen, oh, jetzt können wir gerade nicht mehr machen. Die Tatsache, dass wir gerade nicht mehr machen können, fängt ja in der Vergangenheit an. Wir haben im Herbst 2022 einen Munitionsgipfel im Kanzleramt gehabt. Die Folge daraus ist nicht wahnsinnig viel gewesen. Die ist zumindest, dass wir heute sagen müssen, die Ukraine muss sich zurückziehen, weil wir eben nicht in der Lage sind, in Europa ausreichend Munition zu liefern. Das war deswegen, deswegen habe ich gerade so energisch widersprochen, als Herr Stegner sagte, wir unternehmen gewaltige Anstrengungen, war Ihr Wort. Sie haben recht, wenn Sie sagen, also Deutschland engagiert sich aus nationalen Mitteln, nicht über die EU, aus nationalen Mitteln, ist das Land, das sich mit 8 Milliarden jetzt sozusagen am deutlichsten engagiert. Aber zu sagen, wir unternehmen gewaltige Anstrengungen, würde ich niemals mitgehen, weil dann könnten die Ukrainer zurückschießen. Also es ist vor allen Dingen, glaube ich, das spiegelt sich in den... Entscheiden Sie über die Mittel, die Ihnen die Bürgerinnen und Bürger geben. Wir haben die Mittel verdoppelt für die Ukraine-Hilfe. Wir sind mit Abstand der zweitgrößte Unterstützer, sind der größte in Europa. Und das immer wieder kleinzureden, das sei ja eigentlich nichts im Grunde genommen. Nein, Herr Stegner, das habe ich nicht getan. Doch, Sie sagten gerade eben, wir täten eben genau das nicht, was ich beschrieben habe. Das tun wir sehr wohl. Ich stelle lediglich fest, wir sind im Deutschen Bundestag, müssen die Mittel beschaffen. Entschuldigung, Herr Stegner, Sie kennen doch die Debatten auch. Ich kenne die. Sie wissen doch, dass gerade ernsthaft eine Debatte darüber stattfindet, ob die Russen möglicherweise einen richtigen Durchbruch an dieser sehr wackeligen Front mittlerweile hinkriegen und wie lange es dauert, bis sie plötzlich 2/3 der Ukraine wieder kontrollieren. Das ist doch die Debatte, die hinter verschlossenen Türen geführt wird. Das wissen Sie doch viel besser als ich. Nichtsdestotrotz ist die Frage... Stimmt das oder stimmt das nicht? Die militärische Lage wird so beschrieben. Nur, was man erreichen kann... Würden Sie dann sagen, wir machen die Anstrengungen, die nötig sind, um das zu verhindern? Was man erreichen kann, ist doch nicht ausschließlich beschränkt. 2/3 der Ukraine. Das ist nicht irgendwas. Ich rede doch nichts davon klein. Es geht ja nicht um die Frage des Ziels. Da sind wir uns einig, dass die Russen nicht gewinnen dürfen. Wir streiten ausschließlich über die Frage, wie man das bewirkt. Das tun wir übrigens seit Beginn des Krieges. Dass Leute sagen, wenn wir nur genügend militärische Anstrengungen unternehmen, dann schaffen wir das dem Putin in den Verhandlungstisch. Das ist nicht erfolgt. Und dann wurde immer wieder nach neueren Waffen geguckt. Wir liefern zum Beispiel Flugabwehr, Luftabwehr, um die zivilen Zentren zu schützen. Immer wenn gefragt wird, was ist am wichtigsten für die Ukraine, ist das die Antwort, weil das die Bevölkerung schützt vor russischen Raketen. Sie sagen, ja, das ist nichts. Mölling sagt, nein. Doch, das ist so, oder sagen einem die Ukrainer selbst auch. Zweitens Munition, damit ihnen die Munition nicht ausgeht. Diese Taurus-Debatte ist doch eine fetischhafte Debatte, da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Ich bin kein Militärexperte, sage ich immer wieder. Es gibt ganz viele davon, da gibt es aber sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Und ich sage nochmal, der Bundeskanzler hat auch sein Amtszeit abgelegt, zu sagen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Das bedeutet eben auch nicht leichtfertig so. Gibt ja gar kein Risiko, sagt die Opposition, sagen Wissenschaftler. Ja super, der Bundeskanzler kann nicht an die Wettbüro gehen und kann wetten, sondern wenn der sich irrt, dann ist das ganz schlecht. Und er hat die Verantwortung, das gilt auch umgekehrt, im Kanzler, hat die Verantwortung im Bundeskanzleramt. Und ich Sie glaube, gerade im massiven lieber. Widerspruch, Herr Stegner. Ja, das ist ja in Ordnung. Lass uns einmal die Argumente tauschen. Das ist ja in Ordnung. Herr Mölling, bitte, Taurus. Also ich teile das, was Herr Stegner gesagt hat, was die Fetischisierung angeht. Allerdings sind ja auch Teile der Regierung daran beteiligt. Wir haben nicht mehr einen Sachstreit, sondern wir haben jetzt auch noch die Frage, wer hat eigentlich recht? Und das zweite Ding ist, das selektive Rauspicken, sei es Taurus, sei es Flugabwehr, hat ja mit diesem Krieg nichts zu tun. Wir haben eine solche Vielzahl von militärischen Anforderungen an Waffensystemen etc. etc. Das kann man nicht auf eins reduzieren. Muss man sagen, wir haben in der gesamten Bandbreite nicht das geliefert, was die Ukraine tatsächlich braucht. Ja. Wir haben zurzeit einen Schönheitswettbewerb, der sich jetzt auch gerade zwischen Macron und Scholz zuträgt. Wer hat was, wann und wie viel geliefert? Das ist aber nicht die erste Frage. Die erste Frage ist, reicht es aus, damit die Ukraine tatsächlich ihre militärischen Ziele erreicht, bei denen wir d'accord gehen, dass sie sie erreichen soll? Und da muss man sagen, nein, das tut es nicht. Und das wussten wir schon vor 1,5 Jahren, dass es das nicht tut. Und wir haben es versäumt, die Verantwortung, die wir gegenüber der Ukraine übernommen haben, wo wir gesagt haben, wir bleiben bei euch so lange, wie es geht, die auch zu unterfüttern, indem wir entsprechende Maßnahmen unternommen haben. Es geht nicht nur darum zu sagen, wir haben Verantwortung, sondern da müssen Taten folgen. Hätten wir die Munition dann schon besorgt? Wir wussten, dass das Munitionsloch da ist. Seit spätestens 2019 wussten wir, dass wir das haben. Für uns in der Bundeswehr alleine schon. Wir haben seit keine 2019, Anstrengungen. Sagen Sie. Seit 2019. Da war der 24. Februar 2022 noch ein bisschen Munition fehlt.
Damals war das theoretisch, jetzt ist es praktisch. Aber auch das erste Jahr im Krieg haben wir nicht die Anstrengungen unternommen, um zu sagen, jetzt sind wir auf einem guten Pfad, jetzt können wir das sicherstellen. Da ist ja die beunruhigende Analogie, Herr Binsmann, da haben wir diskutiert über Leo. Ewig lange. Die Sache ähnlich wie jetzt bei Taurus. Diskutieren wir seit 6 Monaten. Die Sache ist, ich finde dieses, das ist fast schon perfide. Zu sagen, ihr habt die Leos zur Wunderwaffe gemacht, dann kamen sie und dann sind sie an der Sorokow-Linie hängen geblieben. Aber warum sind sie hängen geblieben? Als der Ukraine es gelang, 2 Durchstöße zu machen, in Cherson und in Kharkiv, ja, da war die russische Front labil. Und dann hat es ein halbes Jahr. Herbst 22. Ja, ne? Da hat es ein halbes Jahr gedauert, bis die Panzer da waren. Und dann hatten die Russen genug Zeit, diese Linie sozusagen so zu befestigen, dass die wenigen Leoparden da nicht mehr durchkamen. Ja? Also man hat im Grunde genommen über das Diskutieren, ach, da müssen wir jetzt ja nachdenken und immer wie, ich muss immer, Deutschland darf nicht in einen Konflikt hineingezogen werden, hat man im Grunde genommen diese militärische Pattsituation erzeugt. Jetzt habe ich gerade gehört, in Niedersachsen wurde eine Munitionsfabrik eröffnet. Ich meine, warum nicht vor 2 Jahren? Russland hat sich auf Kriegswirtschaft, umgestellt. Ja. Aus meinen Quellen erfahre ich, alle, die in Munitionsfabriken agieren, die bekommen alles. Die ganzen anderen Unternehmen nicht. Also wer ein normales Auto herstellt, der kriegt ein Problem, die Teile zu bekommen. Alles, was auf Krieg geht, wird hochproduziert. Ja. Und wir haben das nicht begriffen, dass wir natürlich auch auf Kriegswirtschaft umstellen müssen. Bei aller Liebe, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich verstehe das Argument, ich kann das auch respektieren, dass es eine militärische Auffassung gibt, was militärisch am sinnvollsten sein könnte oder auch nicht. Ich kann das in Teilen nicht beurteilen. Aber so zu tun, als ob einfach das geschehen könnte, was das Militär will, lasst die Demokratie beiseite, die bestimmte Prozesse hat, parlamentarische Prozesse, die nötig sind, Abwägungsfragen, auch die Frage, Munitionsfabrik in wenn Sie mit Militärexperten in den USA zum Beispiel sprechen, ich sage nochmal, die weit davon entfernt sind, als Putin-Freunde zu gelten, haben die immer schon gesagt, dass was wir erreichen können, ist, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert. Wir werden es nicht schaffen können, Russland militärisch zu besiegen. Wenn man sowas gesagt hat, wurde man ja schon in die Ecke gestellt, man sei ein Putin-Freund. Ich habe mit dem nichts am Hut. Aber zu sagen, warum tut ihr nicht einfach alles, was militärisch möglich ist, das ist in der Demokratie. Und dann ist Deutschland das Land, das das am stärksten in Europa macht. Und dann sagt, ihr macht nicht genug. Was ist mit den anderen? Und dann kommt noch der Punkt, dass man eine Bevölkerung hat, die eben mitnichten einfach sagt, lass uns das einfach mal so tun. Und dann muss er nur eine Churchill-Rede halten und dann wird das schon werden. Das wäre schön. So einfach, sind die Dinge wirklich nicht. Herr Stiegenhardt. Und nebenbei merkt, glaube ich, kann man auch mit Fug und Recht über die Frage reden, ob es nicht auch andere Dinge geben muss, um Einfluss auf Russland zu nehmen, als nur darauf zu setzen, wir werden die militärischen niederrüsten. Und weil Sie das sich so ein bisschen lustig gemacht haben über das Thema, das sei nun Luftabwehr sei das Gleiche wie was anderes. Das ist nicht das Gleiche. Damit schützen Sie Menschenleben in der Zivilbevölkerung der Ukraine. Das machen wir am stärksten von allen. Ich finde das ganz besonders wichtig, dass nicht Menschen sterben müssen in der Zivilbevölkerung, weil ihre Wohngebäude bombardiert werden, weil Schulen und Krankenhäuser und Kindergärten und Energieversorgung. Das machen wir vorneweg und das finde ich auch am wichtigsten. Und nicht die Frage, mit welcher Wunderwaffe, das sind dann immer die eine oder die andere, wir möglicherweise Offensiverfolge erzielen könnten. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und die darf man auch haben. Aber sozusagen, ihr habt das einfach nicht begriffen. Die Demokratie ist irgendwie nicht stark genug. Das, finde ich, macht sich die Dinge einfach zu einfach. Herr Mölling. Also, wir haben das jetzt mal recherchiert, weil diese Wunderwaffenthematik jetzt wieder aufkam. Und das Witzige ist, das ist so ein Strohmann, der wird vor allen Dingen von denjenigen aufgebaut, die eigentlich dagegen sind. Also das wird eine Behauptung gemacht, dass irgendjemand etwas von einer Wunderwaffe glauben würde, das wäre eine Wunderwaffe und sie ist es nicht. Ich habe es ja eben gesagt, es gibt eine ganze Bandbreite. Wenn Sie sehen, wie viele Waffensysteme ein Heeresverband braucht, um überhaupt zu funktionieren, da gibt es keine Wunderwaffe. Das Wundersame ist, wenn alles zusammen funktioniert, dann können Sie militärische Kampfkraft entfachen. Mhm. Also das würde ich ganz gerne beiseite nehmen. Das Problem ist doch, jetzt sagen Sie, wir schützen die Zivilbevölkerung. Ja. Wir haben zurzeit aber Soldaten, die, weil nicht genug Munition da ist, an der Front sterben müssen, weil eben wir vorher nicht vorgesorgt haben. Und das ist mir egal, ob das Deutschland oder sonst irgendjemand ist. Entweder sie gucken auf Europa, aber wenn wir Deutschland nach vorne stellen und sagen, hier, wir leisten am meisten, dann muss man auch sagen, ja, sorry, aber das, was ihr leistet, reicht zurzeit nicht aus. Jetzt kann man sagen, muss es mehr oder weniger sein. Offensichtlich möchten Teile der Bundesregierung eine Schönheitsdebatte führen und sagen, wir liefern mehr als andere. Man kann das Zahlenspiel umdrehen und sagen, weil Sie das gerade verbunden haben mit dem Sozialetat, andere Länder
greifen viel tiefer in den sozialen Wohlstand ihrer Länder ein und geben viel größeren Anteil ihres Bruttosozialproduktes an die Ukraine, als wir das tun. Also die Wohlstandsbeschneidung, die wir vornehmen, dafür, dass wir größter Geber in Europa sind, die ist nicht so wahnsinnig groß. Wir können diese Länder ja mal kurz nennen. Estland ist zum Beispiel so ein Land. Dänemark, glaube ich, auch sehr engagiert. Ja. Es sind auffällig kleine Länder, die das tun. Frau Scherbakowa, Sie wollten nur einen Satz. Ganz banal. Also die deutsche Wirtschaft hatte solche, würde ich mal sagen, jahrelange Connection mit russischen, mit der russischen Wirtschaft, würde ich ja sagen. Dass die Verantwortung, glaube ich, die Deutschland trägt. Ja, und das wurde so lange weggeschaut in all diesen Geschichten, dass die Verantwortung entsprechend groß ist. Und die ist vielleicht nicht vergleichbar, auch zum Teil mit den anderen Ländern. Und was Sie vorschlagen, es gibt ja keinen Vorschlag. Dann gibt es keine Lösung in Wirklichkeit. Nur weil die diplomatischen Möglichkeiten, die es vielleicht gibt, die nur hinter verschlossenen Türen funktionieren, das muss man ja leider immer wieder sagen. Das Einzige, was Sie offen diskutieren können, sind Waffen. Das passiert ja die ganze Zeit. Und zwischen immer verrücktere Dinge, die vorgeschlagen werden. Ich diskutiere jeden Tag mit Bürgern, das tun wir Politiker übrigens alle. Aber ich sehe keine Was glauben Sie, was die Ihnen erzählen, wenn Sie denen nur damit kommen, je nördlicher und östlicher Sie kommen in Deutschland, umso mehr, aber überall ist das so, und sagen einfach nur, wir müssen über die anderen Dinge gar nicht sprechen. Die sagen von uns, redet mit den Chinesen, redet mit den Indern, redet mit den Brasilianern. Wir tun das. Es gibt Initiativen in die Richtung, auf Putin versuchen, Druck auszuüben. Wir haben vielleicht mehr Einfluss. Also wir waren gerade vor kurzem in Genf, haben dort einen Besuch bei den Vereinten Nationen, bei den Institutionen, und haben mit den Botschaftern gesprochen, mit den Chinesen. Warum tut ihr nicht mehr? Um versuchen, andere zu gewinnen, die nicht alles mitmachen, was wir wollen, die Sanktionen nicht mitmachen, weil sie sich nicht leisten können. Und es stimmt auch nicht, dass das alles im Niedergang ist. Der Macron hatte vor ein paar Jahren noch gesagt, die NATO sei hirntot. Inzwischen sind Schweden und Finnland Mitglied dieser NATO. Die Sicherheit hat sich verbessert für Estland und Lettland und Litauen und Polen rund um die Ostsee mit der NATO-Mitgliedschaft. Es gibt Fortschritte durchaus. Aber es ist nicht so einfach getan. Liefert nur genug, weil liefert alles, was Sie wollen, dann wird das schon werden. Verstehen Sie, aber Sie lenken die ganze Zeit vom eigentlichen Thema. Nee, das ist für mich das eigentliche Thema. Finden Sie? Ja. Weil in der Demokratie nicht einer was anordnet und nicht die Bundeswehr entscheidet, was geschieht, sondern sie im Parlament eine Mehrheit brauchen, ganz kurz, um Politik auch durchzusetzen. Nee. Wir haben es ja eingangs der Sendung auch besprochen. So? Nee, doch, das ist natürlich per se, das ist aber eine Binse. Da wird Ihnen keiner hier in der Runde widersprechen. Das ist doch selbstverständlich, dass das so ist. Es geht aber um etwas anderes. Herr Binsmann, formulieren Sie es, sonst mache ich es. Sie können ja zusammen entscheiden, was Sie formulieren wollen. Es gibt eine Konsequenz dieses Krieges. Ja. Und die müssen die Menschen verstehen. Ja. Und da sind Politiker verantwortlich. Politiker sind fast in der Pflicht, diese Konsequenz endlich auch zu nennen. Und was Sie sagen, Diplomatie, wer ist denn gegen Friedensverhandlungen? Ja. Nur Putin ist ein Typ, der verhandelt nicht aus der Position der Stärke. Der verhandelt nur, wenn er die militärische Grenze sieht. Und dann können sie über China und Indien und Brasilien können sie dann arbeiten. Aber solange er das Gefühl hat, Europa zerfällt, meine Armee geht voran, die Ukraine hat keine Munition, geht er weiter. Und man darf ja auch nichts vergessen. Die deutsche Russlandpolitik, ja, die nach 2014 einen weiteren Nord Stream gebaut hat, die Gasspeicher an Gazprom vergeben hat, dann verzichtet hat, LNG-Terminals zu haben und verzichtet hat, die Rüstung auf 2% zu holen. Die hat, und das ist meine These, Putin befähigt, diesen Krieg zu führen. Hätte nach 2014 die deutsche Politik eine Grenze gesetzt, wäre Putin nicht in der Lage gewesen, diesen Krieg zu führen. Und allein mit dieser Verantwortung heraus müsste jetzt ein sozialdemokratischer Kanzler, die in ihren 120 Jahren immer auf der Seite der Freiheit und Demokratie waren, diesen Kampf jetzt auch führen. Und das tut Scholz nicht. Das sehe ich anders. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen verblüfft darüber, mit welcher Sicherheit Kommentatoren immer genau wissen, was richtig war, oder was man hätte tun müssen oder was man jetzt tun muss. Diese Sicherheit hat die Politik ehrlich gesagt nicht. Sondern man hat Zweifel, man hat Diskussionen darüber, was der richtige Weg ist. Es gibt unterschiedliche Wege, die man wählen kann. Nationen haben unterschiedliche Auffassungen. Der Bundeskanzler stimmt sich mit dem amerikanischen Präsidenten ab. Hat es auch mit dem französischen Präsidenten schon erfolgreicher getan, als es in den letzten Tagen so war. Aber was glauben Sie, was die Leute denken, wenn sie hören, dass es Vorschläge gibt, wir könnten doch Bodentruppen entsenden, oder wenn debattiert wird über ein nukleares Wettrüsten in Europa, da haben die Menschen Angst vor Krieg.
Und dann erwarten die von der eigenen Regierung nicht nur, dass wir das tun. Und das, niemand macht sich Illusionen darüber, was passiert, wenn Russland den Krieg gewinnen würde. Kein Mensch kann das wollen. Aber die Frage, wie wir das verhindern, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Und eben nicht nur, das so. Tut ihr nur militärisch genug, so. Dann klappt Herr Stegner, das. Darüber und jetzt gibt's kommen wir bitte einmal ganz konkret, deswegen meinte ich vorhin oder habe Anlauf genommen, sozusagen zu klarzumachen, was eigentlich mein Punkt ist. Taurus ist, finde ich, sehr typisch für das, was eigentlich passiert und warum dieses Gefühl entsteht. Da wird sehr viel Nebel irgendwie produziert, aber die klare Richtung ist nicht da und echte Führung ist auch möglicherweise etwas anderes. Man kann doch der Meinung sein, wir liefern keine Taurus in die Ukraine. Das kann man doch machen. Man kann doch der Meinung sein, das ist jetzt nicht das richtige Mittel. Und man kann das gut begründen. Das hätte man schon vor 6 Monaten so machen können. Mich erinnert das fatal an die Debatte um die Leopardpanzer. Das war auch offensichtlich so eine rote Linie. Da kam immer dieser Satz, das wollen wir nicht, dass deutsche Panzer durch die Ukraine rollen und so weiter. Warum kamen sie am Ende doch? Auch in Sendungen wie dieser, und auch wir beide haben diese Debatte geführt, ist es immer, nein, machen wir nicht, die Amerikaner schicken auch keine Abrams und deswegen schicken wir auf gar keinen Fall Leos. Man hat sozusagen gesagt, pass auf, wir stehen da unverbrüchlich an der Seite der Amerikaner, keine unabgestimmten Schritte. Das haben sie eben auch schon wieder benutzt, diese Formulierung. Genauso hat man es dann gemacht. Und dann ist dummerweise das passiert, womit offenbar das Kanzleramt nicht gerechnet hat. Die Amerikaner liefern dann plötzlich doch Abrams. Und dann sagen wir, okay, Mist, dann müssen wir jetzt auch Leos liefern. Genauso ist es gelaufen. Jetzt bei Taurus fällt der Satz, wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Was heißt das für Sie? Ja. Zunächst mal möchte ich sagen, eine Strategie, über die man öffentlich redet, ist keine. Also, dass der Bundeskanzler in diesen Fragen wortkarg ist und sich nicht öffentlich äußert, finde ich im Gegensatz zu anderen richtig. Das hat in der Demokratie ihre Grenzen, deswegen hat er sich gestern entschlossen, zumindest zu sagen, was die Begründung für ihn ist. Wir dürfen an keiner Stelle und keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Er hat aber in dem Interview, das er da gegeben hat, die Begründung geliefert, die da lautet, meine Verantwortung ist es, dafür zu sorgen, dass wir nicht in den Krieg hineingezogen werden. Das hat er ja gesagt. Indirekte Kriegsbeteiligung. Das hat er gesagt, dass wir das nicht wollen. Und das ist in der Tat was die Bürgerinnen und Bürger erwarten. Man wird in jeder Veranstaltung überall auf der Straße darauf angesprochen. Mag sein, dass es hier im Studio nicht so diese Rolle spielt, aber die Leute reden einen permanent darauf an. Darauf hat er reagiert. Dass er über die Details von Reaktionen nicht öffentlich spricht, ja mein Gott, ich will keinen Schwätzer im Kanzleramt haben, der über seine Strategie gegenüber den Russen öffentlich philosophiert. Das können alle möglichen Leute machen, aber der Bundeskanzler nicht. Dass er das nicht tut, finde ich eher richtig und nicht kritisierenswert. Man spricht über manche Dinge nicht. Und es ist auch gut, dass man die Sachen unter 4 Augen und Ohren mit dem Amerikaner. Aber dieser Satz, was heißt denn der für Sie? Wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Was heißt das für Sie? Das heißt, dass er niemand einen Anlass geben will, dass Deutschland Kriegsbeteiligter werden könnte. Und ich sag mal, ich nehme jetzt mal den Satz dazu. Ich nehme jetzt den Satz dazu von Herrn Kiesewetter, dem politischen Sprecher, der Sprecher der Oppositionsfraktion. Der hat gesagt, wörtlich, wir müssen den Krieg nach Russland hineintragen in die Ministerien, Klammer auf, die in Moskau sind, Klammer zu. Mit deutschen Waffen, Fragezeichen, Klammer zu. Wenn Sie sich das angucken, da sind wir so nah dran, dass man sehr gut argumentieren kann, jetzt ist der Punkt erreicht. Okay, die Frage ist, Sie aber, lenken die ganze Zeit ab. Nein, ich lenke nicht, aber ich will Ihnen nur sagen, selbst wenn man die Haltung von Olaf Scholz nicht teilt, mindestens das Zweifel bestehen können. Nee, mir geht es um was ganz anderes, Herr Stegner. Ist der Punkt. Mir geht es um was ganz anderes. Dieser Satz, Herr Mölling, wie verstehen Sie diesen Satz? Wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Das insinuiert doch, dass da in irgendeiner Form Bundeswehrsoldaten sozusagen nötig sind, um diese Systeme zu programmieren, entweder hier in Deutschland oder möglicherweise sogar in der Ukraine. Oder heißt das was anderes übersetzt? Das ist in dem Zusammenhang ja auch genannt worden. Ich glaube, die Frage ist, ob man es umdrehen kann und sagen kann, okay, wann ist denn die Grenze erreicht, dass diese Bedingungen erfüllt sind und sind wir dann bereit, sie zu liefern? Und ich glaube, das ist ja das, wo immer noch alle an den Lippen des Kanzlers hängen und fragen so, was hat er denn jetzt eigentlich genau gesagt? Also wie geht es denn jetzt eigentlich? Deswegen frage ich, was dieser Satz heißt. Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, was der Kanzler damit gemeint hat. Also die Exegese des Kanzlers traue ich mir nicht zu. Ich glaube, eine genauere Beschreibung dessen, unter welchen Bedingungen es möglich wäre, das ist das, was es jetzt im Grunde genommen braucht. Und man darf ja auch nicht das alleine nehmen, sondern der Kanzler hat ja auch verkünden lassen durch seinen Pressesprecher, dass er den Antrag der Koalitionsparteien zum Thema langreichweitige Waffen, der letzte Woche aufgekommen ist, aus vollem Herzen unterstützt.
Die Frage ist, was heißt das denn jetzt in der Konsequenz eigentlich letztendlich? Für mich klingt das ein bisschen, jetzt mache ich doch die Exegese, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Mhm. Am Ende des Tages interessiert es, glaube ich, Putin relativ wenig. Aber es ist natürlich eine schöne Möglichkeit für ihn zu wissen, dass die Deutschen sich ständig selbst abschrecken und vor sich, ne, vor dieser Möglichkeit zurückschrecken, weil man sagt, na, wir könnten Kriegspartei werden. Ein Begriff, der übrigens mit dem heutigen Völkerrechtssystem gar nichts zu tun hat. Der ist im Grunde abgeschafft worden. Aber es ist eine politische Begriff. Es geht auch nicht um Völkerrecht. Denn Putin interessiert das Völkerrecht überhaupt nicht. Und diese Erörterung finde ich sehr abstrakt. Ich sage nochmal, man muss die Befürchtung nicht teilen. Aber dass er sie hat, finde ich, das ist für einen Bundeskanzler eine andere Geschichte als für einen Kommentator. Sie können sich täuschen in ihrem Urteil. Null Problem. Ich kann das auch. Sie können das auch. Wenn der Bundeskanzler sich täuscht in so einer Frage, die entscheidend ist, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und deswegen, dass er seine Zweifel hat, die mag man nicht richtig finden. Aber ich finde, das spricht eher für ihn. Und nochmal, was soll er denn öffentlich? Soll er gleich eine Pressekonferenz machen, wo er den Putin sagt, aber was genau deswegen will, was nicht. Sagt doch der Kanzler völlig richtig. Wir stimmen uns international mit unseren Partnern immer ab. Das tun wir. Und das, ja, genau. Das glaube ich auch, dass er das macht. Und Briten und Franzosen würden, glaube ich, die Deutschen wunderbar gerne in ihren Kreis derjenigen Staaten aufnehmen, die langreichweitige Raketen liefern, wären vielleicht sogar bereit, die Daten dementsprechend zu liefern. Wir sind nicht allein in dem Zusammenhang. Wir haben 31, jetzt sogar 32 Staaten bald. Dadurch, dass Schweden mit dabei ist, sind 32 Staaten da, die größte und stärkste politische und militärische Allianz der Welt. Würde uns mit schützen. Wir stehen nicht alleine da. Die Idee, dass Deutschland alleine und unabgestimmt Kriegspartei werden würde, ist aus vielen Gründen einfach Wir machen andere Dinge, wir liefern. Ich habe ja vorhin schon gesagt, was wir alles liefern. Ich habe heute auf dem Weg ins Studio mir den Beitrag eines Militärexperten angehört, der den Unterschied zwischen den Taurus-Waffen und den französischen und britischen Systemen erläutert hat. Ja. Deutlich größere Wirkungsweise, deutlich weitere Entfernung, ganz andere Wirkung sozusagen und auch andere Notwendigkeiten, was die Programmierung angeht. Ich kann Ihnen das nicht im Detail schildern. Ich kann nur sagen, er hat gesagt, er verstünde sehr wohl, ein Militärexperte war das, kein Sozialdemokrat, niemand, der mit uns irgendwas zu tun hat, dass man das Risiko jedenfalls sieht. Und man darf es nicht, ich sage nochmal, der Kanzler darf sich nicht täuschen, Sie schon, ich auch. Und deswegen kann man doch auch sagen, wir tun doch viele Dinge, von denen Sie jetzt eben gar nicht bestritten haben, dass sie wichtig sind, dass wir das tun. Wir liefern andere Sachen an die Ukraine. Übrigens modernste Technologie, die wir teilweise selber gar nicht mehr haben bei uns, was zum Beispiel den Schutz der Zivilbevölkerung angeht. Aber die Frage, wie gewinnt man den Krieg militärisch, das ist ja das, worüber die meisten diskutieren wollen. Und wo sind die Grenzen? Und was kann man noch alles machen? Das ist der Teil, über den öffentlich debattiert wird. Es wird nur über die Frage diskutiert, wie wird der Krieg geführt und nicht, wie kann man ihn beenden. Und ich glaube, wir müssen stärker über die Frage reden, wie kann man ihn beenden. Nochmal die Frage, glauben Sie, dass deutsche Bundeswehrsoldaten nötig sind, um Taurus zu programmieren? Ich weiß das nicht, weil ich das in der Sache nicht beurteilen kann. Aber wenn dieser Satz des Kanzlers insinuiert das. Das Wort nötig ist ja vielfältig. Ob deutsche Bundeswehrsoldaten womöglich eingesetzt würden, um bestimmte Dinge zu programmieren. Das ist eine Frage, ob die dazu nötig sind oder ob es de facto stattfindet. Herr Mölling hat gerade gesagt, Nebelkerze. Das ist genau das, was ich meine und worauf ich hinaus will. Nach allem, was ich höre, ist es so, und die Leute, mit denen ich spreche, die sagen mir, das ist Quatsch. Das können die Ukrainer selber. Die können das selber programmieren. Und das kann man denen auch beibringen. Das ist keine große Sache. Können Sie nicht Taurus, ich die Spanier nicht. Haben Taurus, Südkorea hat Taurus. Müssen wir da jedes Mal Bundeswehrsoldaten nach Spanien und Südkorea schicken, um denen beizubringen, wie man das programmiert? Die Spanier und die Südkoreaner sind, glaube ich, nicht im Krieg. Ja, aber die müssen ja im Zweifel wissen, wie es funktioniert. Sie sind nicht im Krieg. Ja, aber Sie müssen eine souveräne Entscheidung darüber treffen können. Wie es funktioniert, das System, das Sie von uns bekommen haben, zu einem Zeitpunkt, zu dem Sie es als richtig erachten, eingesetzt wird. Sie sind nicht im Krieg. Danke. Man kann das nur in Maßen vergleichen. Sie sind nicht im Krieg, an dem wir mittelbar möglicherweise beteiligt werden. Davon kann gar keine Rede sein. Es geht um die Technik, Herr Stegner. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist keine technische Frage. Also formal gesehen gibt es zwischen Nordkorea und Südkorea keinen Friedensvertrag. Das weiß ich auch. Trotzdem ist da ja kein militärischer Konflikt. So, und jetzt kommen wir wieder in die Changierung. Wo sind wir denn jetzt genau? Aber wenn Sie die Debatte militärtechnisch führen können, kann ich nicht mitteilen. Ich weiß nicht, ob Sie vier das können. Ich könnte das nicht. Ich glaube auch nicht, dass es nur eine technische Frage ist. Die Verantwortung geht mit dem Bundeskanzler nach Hause. Aber ich verstehe mir nicht, um die Klarheit der Kommunikation. Man kann doch eine Position haben, die da lautet, wir liefern das nicht. Und wir tun es nicht, weil wir einfach prinzipiell davon nicht überzeugt sind. Aber zu insinuieren, wir dürfen an keiner Stelle mit den Zielen verknüpft sein,
Das gibt auch an der deutschen Öffentlichkeit das Gefühl, dieses Geraune, das haben wir hier in der Sendung auch schon häufiger gehabt, das ist dann Beteiligung der Bundeswehr, das wird dann ganz gefährlich, da können wir alle nicht mitmachen und so weiter. Als ob ein Leopard-2-Panzer nicht auch jederzeit die Grenze Richtung Russland überqueren könnte und nach Rostow am Don fahren Sie könnte, und beispielsweise. Sie und ich wissen nicht, was passiert. Sie und ich wissen beide nicht, welche Militärexperten recht haben. Sie und ich haben beide nicht die Verantwortung dafür, was passiert, wenn man das falsch entscheidet. Aber mein Job ist es, Fragen zu stellen und solche Sätze zu hinterfragen. Der Bundeskanzler, ja gut. Ich sage noch mal, dass der Bundeskanzler da nicht eine Stunde darüber philosophiert, was mit Waffen passieren kann, was man mit denen tut oder nicht, finde ich richtig. Denn man in Kriegen oder auch in anderen Situationen macht man nicht seine Strategie öffentlich. Das gehört hinter verschlossenen Türen. Ich wundere mich darüber, dass die Debatte nur so geführt wird. Ich kann nur sagen, wir haben eine Situation im Augenblick, die letzte Woche nämlich so war, wo jeden Tag neue Vorschläge gekommen sind, dass man militärisch noch alles tun könnte. Und es nimmt überhaupt gar keine Grenzen mehr. Das hat ja damit zu tun, dass inzwischen, die Lage offenbar sehr verzweifelt ist. Nein, aber inzwischen sind wir an Punkten, wo man den Eindruck hat, dass die Leute geradezu erwarten, dass der Krieg sich ausdehnt. Gucken Sie das mal mit den Bodentruppen an. Was hieße das denn? Was hieße das denn mit Bodentruppen? Ich verstehe die Logik nicht. Verstehe ich auch nicht. Absolut. Kann da gerade nicht was folgen. Was hieße das? Tut mir leid. Ich verstehe überhaupt nicht. Was würde dann passieren? Was würde passieren, wenn da Bodentruppen sind? Dann ist die NATO Teil des Krieges. Also wir haben jetzt, also verzeiht es mir, also ganz einfach, also sozusagen Gretchenfrage. Also Russland ist jetzt in Wirklichkeit, also russische Truppen sind jetzt in Wirklichkeit in der Offensive. Langsam, aber doch. Ukraine blutet aus. Die sagen die ganze Zeit, es fehlt Munition. Also 30% haben sie davon bekommen, was versprochen worden ist. Also es fehlt an allem. Und irgendwie, und ich verstehe überhaupt nicht, nur gut, also diese Taurus-Debatte. Aber es geht ja nicht nur um Taurus. Es geht um die Unterstützung aus mehreren Seiten und mehreren Quellen. Und ich glaube, also Putin macht so einen so zufriedenen Eindruck. Das haben wir jetzt neulich in Chelyabinsk gesehen. Also wie er zufrieden also mit diesen Quasi-Arbeitern aus den Rüstungsfabriken gesprochen hat. Und so hilflos zu stehen und das mit anzusehen und diese ganze Friedensbeschwörung-Geschichten und auch ganz einfach und banal. Also haben wir nicht erlebt, wie auch Menschen, die auf den Höhenposten waren und in Kanzlerämten und so, sich getäuscht haben, und zwar jahrelang. Darüber haben wir doch die ganze Zeit. Und deshalb, und ich glaube, was momentan passiert, ist wiederum so ein Zeichen der Schwäche. Herr Benzmann. Also ich finde es so faszinierend, da führt Russland Krieg. Und verantwortlich für diesen Krieg ist Putin. Und wir überlegen die ganze Zeit, welche Verteidigungsform könnte bei diesem Mann noch dafür sorgen, dass der noch mehr eskaliert? Wir stecken permanent in dessen Kopf und sagen, den nur nicht noch mehr provozieren. Psychologisieren mehr provozieren ist nicht mein Geschäft. Als der Macht geht nicht. Einen vollen Landkrieg gegen ein europäisches Land. Das ist die maximale Eskalation. So, und der ist nur einzuhalten, wenn er spürt, der Widerstand ist so groß, dass er mit diesen militärischen Zielen nicht durchkommt. Das ist die Maxime. Und wenn die Maxime nicht eingehalten wird, muss man den Menschen die Konsequenz sagen. Sie sagen, die Leute haben Angst vor Krieg. Ich würde sagen, habt Angst vor der russischen Dominanz. Ja? Und wenn wir die nicht wollen, ja, wenn wir nicht den russischen Soldatenstiefel im Vorgarten haben wollen, den kriegen wir nicht. Aber Puppets-Regime, Puppets-Politiker, die im Grunde genommen unsere Politik nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa bestimmen, das wollen wir nicht. Und das ist der Preis. Und so würde ich argumentieren. Ich würde nicht permanent denken, ach, ja, wenn ich jetzt den Panzer schicke, da könnte ja Putin sich bedroht fühlen. Es geht nicht um die Psychologisierung von Putin. Das finde ich eher bei manchen Leuten bestürzend, die auf diese ganzen Propaganda-Quatsch überhaupt irgendwas geben mit diesem Interview. Also, das ist ja reine Propaganda. Und das finde ich übrigens auch widersprüchlich. An manchen Stellen das total ernst zu nehmen, was er sagt. An anderen Stellen aber zu sagen, das muss man nicht so entscheiden. Das ist aber nicht der Punkt, sondern es geht um Interessen Russland. Nur, ich frage Sie mal, was würden Sie denn tun? Wenn Sie der Bundeskanzler wären, würden Sie sagen, jetzt, was würden Sie machen? Das ist ja gerade klar geworden, irgendwie, was da passiert. Ja. Ich würde gerne, Herr Stegner, im zweiten Teil Ukraine helfen mit allem, was wir haben.